Ja, dann treten Sie näher, kommen Sie heran, mit dabei sein, mitgewinnen. Ich darf mich zunächst ganz herzlich bedanken beim Krankenhaus IT-Journal für die Möglichkeit, dass wir den Smart Health Hub Ruhr hier auf dem DEMEA-Stand präsentieren können und Ihnen einen kleinen Einblick geben können in Akteure, in Themen, die wir gemeinsam in dem CURE, im Smart Health Hub Ruhr bewegen wollen. CURE, der Smart Health Hub Ruhr, ein Hub für smarte Lösungen für junge Unternehmen an der Ruhr, den wir im Sommer letzten Jahres als Medicon und als Mercat gemeinsam gegründet haben und gerade dabei sind, Partner dort mit einzubinden und zu realisieren. Jetzt könnte man denken, yet another Startup Hub, gibt es davon nicht schon viel zu viele? Es gibt viele davon, das ist richtig, aber das, was uns motiviert hat, das zu tun, ist dass die Ausgangsbasis, von der wir das tun. Medicon Ruhr als Netzwerk der Gesundheitswirtschaft. Wir sagen, Netzwerk können wir schon ganz gut. Wir haben eine große Teilnehmerzahl an Mitgliedern dabei. Wir machen gemeinsam Lösungen, Projekte mit diesen Partnern und es ist ein lebendiges, ein starkes Netzwerk, so wie wir es empfinden, so wie wir es eben leben. Und dieses Netzwerk jetzt, um den Aspekt von jungen Unternehmen, von neuen Ideen zu erweitern, das ist etwas, was uns motiviert und was uns auch in den ersten Monaten sehr stark bestätigt, dass da ein Mehrwert entsteht. Ein Mehrwert einerseits für die Startups, die sagen, ich habe Kontakt zu einem etablierten Netzwerk, zu Leistungserbringern, zu Dienstleistern, zu Forschungseinrichtungen. Also das ist für die Startups unheimlich interessant. Aber gleichzeitig ist es eben auch für das etablierte Netzwerk eine gute Gelegenheit, an neue Ideen ranzukommen, an junge Ideen ranzukommen, an neue Formate ranzukommen. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass es ein guter Weg ist, ein weiteres Startup-Hub sozusagen zu realisieren, jetzt wirklich für Smart Health-Lösungen. Der Mehrwert ist uns wichtig und dieser Mehrwert muss natürlich irgendwie auch erfahrbar sein. Deswegen gibt es einen Raum, den CURE, auf dem Gesundheitscampus in Bochum, wo wir zusammenkommen, wo es Räume gibt und Arbeitsplätze, in denen die jungen Unternehmen arbeiten können und dann auch in Kontakt kommen mit etablierten Akteuren, mit Experten entsprechend. Deswegen ist dieser Raum wichtig. Aber als Medicon denken wir immer eben auch entlang der gesamten Region. Wir machen keine Grenzen hinter der Stadt, sondern wir sagen, wir sind für das Ruhrgebiet und gerne auch, wenn der ein oder andere, wie wir es heute auch kennenlernen, noch ein klein wenig über die Grenze des Ruhrgebiets kommt, dann nehmen wir den auch sehr gerne mit. Denn es geht um Themen. Wir wollen Themen gemeinsam bewegen. Smart Health Lösungen, die wir voranbringen wollen. Dafür sind diese jungen Unternehmen wichtig. Dafür sind aber auch, wir nennen es Innovation und Business Partner, und Scientific Partner, die wir eben mit einbinden in diesen CURE, die den CURE auch mittragen, auch finanziell mittragen. Denn wir können im Moment keine Fördergelder sozusagen, wie manche andere Startups eben halt vergeben, sondern wir sind darauf angewiesen, dass sich das Ganze eben sozusagen auch von selbst trägt. Sprich, eine gewisse Reife brauchen wir eben auch bei den jungen Unternehmen, um diese Themen voranzubringen. Und wir möchten Ihnen jetzt heute im Grunde einen kurzen Einblick über mehrere dieser Akteure geben. Ein buntes Potpourri, sag ich mal, sozusagen von Themen, die wir gerne vorstellen möchten, die alle eben dieses gemeinsame Ziel haben, Smart Health Lösungen zu realisieren, aus unterschiedlicher Richtung darauf gucken und das aber gerade ja auch zum Kennzeichen werden soll, wie man in einem solchen Hub gemeinsam solche Lösungen realisiert. Stelle ich lieber nicht so lange theoretisch den CURE vor, sondern fange lieber direkt an mit denen, um die es geht. Und begrüße dazu ganz herzlich als erstes den Frank Neumann von der Firma ICHO. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Frank stellt uns heute ICHO, das smarte Therapiesystem für insbesondere neurologische Erkrankungen, denn halt vor. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr schön als smart tatsächlich rüberkommt und auch hervorragend ohne Folien funktioniert. Frank, bitte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Frank Neumann. Ich bin von ICHO Systems. Und ICHO Systems ist unser Device und auch unsere smarte Therapielösung für neurologische Erkrankungen.
Es ist so, dass viele der neurologisch Erkrankten, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus, nicht in der Lage sind, auch aufgrund der Erkrankung ein Smartphone zu bedienen oder ein Tablet zu bedienen. Und die Idee, die sich hinter ICHO verbirgt, ist das, was wir hier auch im Rahmen der DEMEA 2024 sehr oft hören: Sensorik, KI und Versorgung. Und genau das sind die drei Elemente, die wir in diesem Ball hier vereinen. Dieser Ball wird in vielen Settings bereits eingesetzt, zum Beispiel auch in stationären Pflegeeinrichtungen. Er kann nicht Popcorn, aber er kann singen, er blinkt, er aktiviert die Sinne im haptischen Sinne, er steuert auch Bewegung. Und dadurch erleichtert er vielen, vielen Patienten, die sehr schwer erkrankt sind, gerade beispielsweise in der Schlaganfallversorgung, ein Wiederkommen, ein Rehabilitationskonzept sozusagen. Wir sind aber auch mit dem Ball auf einem guten Weg, auch dank Cure, denn ICHO Systems ist Bestandteil des Netzwerks an der Ruhr und vielleicht hört man das an meinem Akzent. Ich bin zwar häufig in Berlin und man ist auch viel unterwegs, aber ich bin schon auf Kohle geboren, wie man bei uns sagt. Und wenn man auf Kohle geboren ist, dann fragt man sich, was hat Hamburg, was hat München und was hat Berlin, was Bochum nicht hat. Und wir haben nicht nur Grönemeyer und Co. im Sinne von, die legen ja die Karten aus tief im Westen, sondern wir haben natürlich auch Innovationskraft im Pott oder im Ruhrgebiet, wie wir das sagen. Und das, glaube ich, ist in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen im Konzert von möglichen auch Investments. Denn auch wir als ICHO leben natürlich davon, dass wir ein Unternehmen sind. Das heißt, wir müssen diese Lösungen verkaufen. Und wir haben jetzt in Deutschland erstmals in diesem Jahr auch Verträge mit gesetzlichen Krankenkassen, wo wir halt ICHO auch im Sinne der Pflege, im Präventionsumfeld einsetzen können. Wir haben eine klar beschriebene Roadmap und auch da nochmal ein Dank an Cure. Was uns auch immer hilft, ist, dass man als Startup immer den Fokus behält. Das ist auch extrem wichtig, dass man den Austausch mit anderen pflegt, denn zu leicht sagt man als Startup ganz gerne, wir können ja alles und wir machen auch alles. Und dann ist wieder ein Jahr vorbei und man ist in seinem Schritt nicht richtig weitergekommen. Und auch das ist ein Gegenstand, warum wir gerne mit Cure reden, dass wir uns austauschen können, auch Lernkurven miteinander vergleichen können, was auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Und letzten Endes für uns beispielsweise als ICHO Systems ist es so, dieser Ball wird auch durchaus in der Physiotherapie eingesetzt. Und dort ist es so, dass gerade der Berufsverband der Physiotherapeuten quasi in Bochum auf der anderen Straßenseite ist. Und das ist natürlich auch für uns ein sehr, sehr toller Access, den wir dort haben, auch dank des Netzwerks. Unsere Ziele sind auch ganz klar. Wir wollen verordnungsfähig werden. Wir wollen also stärker auch in die ambulante Versorgung rein, wie man so schön neudeutsch sagt, dass Ärztinnen und Ärzte uns verordnen, dass sie diesen Ball auch in ihrer Apotheke finden, dass sie auch jemanden finden, der sagt, in einer ambulanten Pflegesituation aktivieren Sie Pflegebedürftige mit ICHO. Und von daher gesehen haben wir noch eine klare Roadmap vor uns und ich kann gar nicht so lange quatschen, weil ich muss ja daran weiterarbeiten. Vielen Dank. Besten Dank, Frank. Vielleicht noch, du hast zwar viele von den Fragen, die ich vorbereitet habe, schon beantwortet, was erstmal gut ist. Trotzdem nochmal, wir haben sozusagen uns jetzt ein bisschen für die Messe hier so einen Spruch ausgedacht und du hast von dem zitierten Grönemeyer das ja sozusagen auch genommen. Tief im Westen ist es smarter, viel smarter als man glaubt. Du hast deinen Lokalpatriotismus gerade schon ein wenig genannt, das finden wir gut. Aber sicher gibt es auch noch die ein oder andere Herausforderung, die wir vielleicht noch lösen müssen, wo wir vielleicht auch noch was lernen müssen von den Berlinern, von den Hamburgern oder Ähnlichen. Hast du da noch vielleicht auch Wünsche, Erwartungen oder eben jetzt umgekehrt auch positive Sachen vom Cure? Also ich bin ja Kind des Bergbaus, Jahrgang 63 und dann kennt man das, was unter Tage passiert. Da wird hart gearbeitet, da verlässt sich der eine auf den anderen, aber unter Tage ist eben an einer Szene, wo keiner was sieht, was dort passiert. Man muss also selbst unter Tage sein, um zu erkennen, was dort passiert. Und was können wir von Berlin lernen? Was können wir auch von München? Ich denke, auch München ist ein sehr schöner Spot, lernen. Ich glaube, wir müssen einfach nicht mehr so bescheiden sein, dass wir im Pott immer Ärmel hoch und richtig hart malochen, sondern müssen auch ein bisschen Show-Aspekte mit reinbringen. Ich glaube, heute ist ganz wichtig, dass gerade das Thema KI beispielsweise anschaulich gemacht wird. Da müssen wir dran arbeiten. Wir können nicht erwarten, dass Investoren, dass Interessenten, auch aus der Versorgungslandschaft, Ärzte, Krankenhäuser, einfach uns nur toll finden, sondern sie müssen verstehen, was wir tun.
Und ich glaube, dass das Erklären ein guter Weg, ein guter Anhaltspunkt dafür ist, jetzt nicht Show im eigentlichen Sinne zu machen, sondern einfach stärker diese Businessmodelle, diese Ansätze über Vernetzung zu tragen. Und wir haben einen riesen Asset auch gegenüber den anderen Standorten. Wir können Versorgung im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat die höchste Bettendichte im stationären Bereich in der Bundesrepublik. Wir haben die meisten Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner und wir haben sehr, 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 sehr viel Hochleistungsmedizin im Ruhrgebiet. Und insofern, glaube ich, ist diese Connection in Richtung Versorgung, Medizin und Start-up und Health-Startups und Cure liegt quasi auf der Hand. Man muss eigentlich dich fragen, warum du nicht schon seit 5 Jahren da bist. Ja? Also insofern ist es tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt verwirklichen. Ich freue mich sehr, dass wir das auch in einem sehr dynamischen Umfeld tun. Und ich glaube, da kann ich vielleicht auch mit der einen oder anderen Perspektive auch was mit reinbringen, weil die anderen Standorte kenne ich jetzt. Und dann lass uns mal gucken, dass wir da was auf die Beine stellen. Besten Dank, Frank. Schön, dass ihr sozusagen Teil des Cures seid. Schön, dass ihr sozusagen in diese Perspektive eben auch geht. Und ein ganz junges Startup seid ihr jetzt ja auch nicht mehr. Ein paar Jährchen seid ihr auch schon sozusagen dabei. Da sind wir sozusagen als Cure auch gar nicht definitorisch, dass wir sagen, es muss auf jeden Fall jünger als sein, sondern es geht am Ende um die Sache und um die Lösung. Und da sind wir offen. Da kommt er gerade um die Ecke, aber jetzt gebe ich ihm die 2 Minuten noch. Und fang einfach mit der Nina jetzt vielleicht dann eben halt an. Genau, und stell die Nina Kill sozusagen vor von der Datatree. Das ist jetzt eben kein Startup-Unternehmen, sondern das ist eben einer unserer Innovation- und Business-Partner, die wir im Cure denn halt haben. Und die Datatree ist ein sehr erfahrenes und mit Expertise ausgezeichnetes Unternehmen, die sich rund um das Thema Datenschutz, Informationssicherheit eben halt bewegt. Und für uns eben auch ein wichtiger Akteur des Cures, der genau eben diese Partnerschaften ausmacht. Nina, stell das doch gerne ein bisschen vor. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne starten, indem ich euch einmal mit in ein Szenario nehme. Stellt euch vor, ihr seid hier an einem wunderschönen Frühlingsmorgen in Berlin, geht auf euren Balkon in eurem Luxushotel, schaut auf das Brandenburger Tor, habt euren warmen Kaffee in der Hand, fühlt die Sonne in eurem Gesicht und genießt einfach das Leben. Das ist ein super Gefühl, oder? Wer von euch hat sich jetzt gerade Gedanken darüber gemacht, ob der Balkon hält? Das heißt, der Balkon vielleicht bauwürdig ist, ihr vielleicht einstürzt oder ähnliches. Wenn ich mir so in eure Gesichter gucke, da schütteln der ein oder andere schon seinen Kopf, mit Sicherheit niemand. Und genau an der Stelle kommen wir von der Datatree mit ins Spiel. Denn ihr vertraut euch blind darauf, dass die Statiker ihren Job gemacht haben. Das heißt, ihr habt Sicherheit, ihr habt Qualität und geht davon aus, das passt schon, wenn ich jetzt hier auf diesen Balkon gehe. Und wir von der Datatree, wir machen genau das. Wir sind eure Datenschützer, wir sind eure IT-Sicherheitsbeauftragten, wir sind eure Cybersecurity-Experten. Kurz gesagt, wir sind eure Statiker der Digitalisierung. Mit uns müsst ihr euch mit eurem Startup von der ersten Minute an keine Gedanken machen über personenbezogene Daten. Ihr müsst euch keine Sorgen über Sicherheitslücken machen, über gesetzliche Rahmenbedingungen, Abmahnungen, Zertifizierungen, all das, was grundlegende Basis ist für euren Geschäftsbetrieb, ist all das, was wir euch abnehmen, sag ich gerade mal fast. Ja? Das heißt, mit uns gemeinsam habt ihr einfach die gesetzliche, regulatorische, normative Basis, um euch auf euer Kerngeschäft zu konzentrieren. Das heißt, mit uns bekommt ihr. Ihr bekommt Qualität, ihr bekommt Sicherheit und ihr bekommt euren persönlichen Balkonmoment, wenn man so möchte. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, die Emotionen und das, was ihr mit eurer Lösung am Markt vermitteln möchtet, euch da im Kerngeschäft drauf zu konzentrieren. Ja, mein Name ist Nina Kill und ich bin ja Statikerin im Gesundheitswesen. Dankeschön. Besten Dank, Nina, für die kurze und prägnante Vorstellung sozusagen an der Stelle. Jetzt hast du das natürlich sehr stark als Angebot formuliert. Da könnte man sagen, da kann auch jeder andere Dienstleister sein.
gucke nochmal vielleicht auf die, auf eure Motivation, warum ihr sagt, das ist spannend sozusagen jetzt. Ihr gebt ja auch ein bisschen was da rein in den Cure. Also das ist ja auch ein Investment sozusagen eurerseits. Was interessiert euch an solchem Cure? Absolut. Also zum einen sind wir natürlich auch im Ruhrgebiet fest verankert. Das heißt, auch wir sind Kinder des Ruhrgebiets und kommen da weg, wie Thomas Jeschke und der Vorstand jetzt sagen würde. Und wir sind unglaublich stolz, Teil von diesem innovativen Hub zu sein. Auch die Unternehmen und Lösungen, die sich hier heute vorstellen können, das sind tolle Ideen, wo wir gerne mit investieren möchten, ganz klar. Wir möchten, dass genau diese Lösungen sich am Markt etablieren und das, wie gesagt, mit der gesetzlichen normativen Basis, die wir an der Stelle halt mitbringen. Und wir haben über 30 Jahre Berufserfahrung, Experten-Know-how am Markt mittlerweile und glauben, dass wir da einiges mit dazugeben können. Das glauben wir auch ganz sicher. Vielleicht eine Frage noch so ein bisschen aus eurer Sicht, aus zu der Herausforderung. Jetzt seid ihr ja eigentlich sozusagen eher derjenige, der die Herausforderung löst. Umgekehrt ist es vielleicht für euch ja an einer anderen Stelle einfach auch ein Problem, wo man sagt, wie realisiert man jetzt Smart-Lösungen genau in so einer Netzwerkstruktur? Was sind für euch eben Herausforderungen in der Zusammenarbeit auch vielleicht mit den jungen Unternehmen? Du hast es jetzt gerade schon ganz schön gesagt, weil wir ja Lösungen schaffen. Und leider ist es in der Praxis noch lange nicht gängig, dass Datenschutz und Informationssicherheit als Möglichmacher, als Lösungsmacher gesehen wird, sondern leider häufig immer noch Verhinderer ist. Also ganz, ganz häufig hört man halt immer noch so Sätze wie, das geht so nicht, das können wir so nicht machen. Und genau an dem Punkt sagen wir, doch, natürlich geht's. Man muss nur wissen, wie. Und wir zeigen euch, wie genau das funktioniert. Super, vielen Dank. Dann komme ich zum nächsten Cure-Immunity-Mitglied, wie wir es nennen im Rahmen des Cures. Weil man mit diesem Cure-Wortspiel eben mal noch wunderbar erarbeiten kann. Und ich begrüße Marc Margulan von der Firma Dexter, die einen smarten Sprachassistenten für die Pflege realisieren. Und dazu wird er uns einen kurzen Einblick geben. Marc. Vielen Dank. Wer von Ihnen hat oder hatte Eltern, die gepflegt werden? Oder Großeltern? Oder vielleicht sogar Kinder? Pflege geht uns alle etwas an. Und während unsere Gesellschaft immer älter wird und wir mehr und mehr Menschen haben, die Pflege brauchen, haben wir weniger und weniger Pflegekräfte. In den nächsten 10 Jahren gehen 500.000 Pflegekräfte in Rente. In Europa sind das 11 Millionen Pflegekräfte, die fehlen. Das ist kein Pflegemangel, das ist eine Pflegekatastrophe. Wir von Dexter wollen das Problem angehen. Wir bauen eine KI-basierte Plattform zur Automatisierung der Pflege. Und zwar zur Automatisierung der administrativen Aufgabe von Pflege. Ein Beispiel dafür ist, wir haben einen Sprachassistent entwickelt, der in eine Hosentasche passt, womit man einfach nur sagen muss, Herr Müller hat einen Blutdruck von 120/90, daraus machen wir Sprache zu Text und den klassifizieren wir in strukturierte Dokumentationsdaten, die wir dann in das Dokumentationssystem geben. Innerhalb von 3 Sekunden kann ich 3 verschiedene Bewohnerdokumentationen durchführen. Und so spare ich Zeit und erhöhe die Pflege Dokumentationsqualität und habe am Ende mehr Zeit, um eigentlich Pflege durchzuführen. Das ist unser erstes Produkt. Wir haben aber noch ein zweites Produkt, das ist nämlich unser SIS-Assistent. Der kann, wenn ich das Telefon auf den Tisch lege, so wie das Mikrofon, was ich hier in der Hand habe, ein komplettes Gespräch aufzeichnen. Und wenn ich mit einem Bewohner mich hinsetze und 60 Minuten lang frage, wie es der Person geht, was für Bedürfnisse sie hat, was für Wünsche sie an die Pflege hier im Pflegeheim hat, dann zeichnen wir das auf und können das in Echtzeit in einen strukturierten Bericht umwandeln. Das heißt, die Pflegekraft, in dem Moment, wo sie an den Computer geht, hat sich schon einen fertigen Dokumentationsbericht von uns, von KI, automatisch geschrieben. Und so wollen wir der Pflege das Leben einfacher machen. Und wir entwickeln weiter neue Produkte. In 3 Wochen launchen wir ein komplett neues Produkt. Das ist unser KI-basierter Dienstplan, wo man Dienstplanschreibungen, die in 4 Stunden oder in 2 Tagen passiert, in 60 Sekunden durchführen kann. Und das ist, wie wir der Pflege mehr Zeit für Pflege geben können und weniger Zeit für Administration.
Genau. Und wir fokussieren uns vor allem auf Pflegeheime. Deswegen ist unser Call to Action heute, wenn irgendjemand Kontakt in die Pflege hat, freuen wir uns über einen Austausch, freuen uns über weitere Ideen und genau, freue mich auf Fragen gleich und das weitere Gespräch. Vielen Dank. Ja, auch dir, Marc, ganz herzlichen Dank für die prägnante und spannende Vorstellung von Dexter. Jetzt bist du sozusagen ja auch Community-Mitglied geworden, auch eines der ersten, was uns eben sehr gefreut hat. Was hat dich überzeugt daran sozusagen, in dieses Netzwerk am Ende eben, diesen Hub eben auch zu investieren, zu sagen, da will ich Teil von sein? Ja, also erstens, das Problem, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja nicht nur ein Problem, was nur wir alleine lösen können, sondern das müssen viele Leute, viele Unternehmen, viele Universitäten, viele Netzwerkpartner zusammen lösen, dass wir das als Gesellschaft irgendwie hinkriegen. Das ist das eine. Und dafür braucht man halt natürlich Menschen. Und so komme ich zum zweiten Punkt. In der Community haben wir halt viele interessante Menschen, viele Netzwerkpartner. Und deswegen würde ich sagen, sind wir vor allem für die Menschen, die Teil der Community sind, da Mitglied geworden und versuchen uns mit anderen Akteuren zu vernetzen und zusammen Lösungen zu finden. Weil wir haben vielleicht eine interessante Lösung, aber vielleicht ist die komplementär zu einer anderen Lösung. Und vielleicht kann man seine Interessen bündeln und unsere Kunden interessiert am Ende, wie die Probleme gelöst werden und nicht, wie die Unternehmen heißen oder was auch immer. Und es gibt viele Probleme. Also wir haben uns nicht die einzigen rausgesucht. Das stimmt. Das leitet mich auch direkt zu der zweiten Frage über. Jetzt tragt ihr es ein Stück weit schon im Namen, dass ihr sagt, ihr habt eine smarte Lösung sozusagen der Spracherkennung für die Pflege. Aber was zeichnet für dich smarte Lösung an? Was ist Smart Health für dich sozusagen an der Stelle? Also ich glaube, als erstes muss man verstehen einfach, was die Probleme sind. Und dann die Probleme lösen. Das klingt zwar sehr einfach, aber man muss sich einfach mit Leuten, in unserem Fall mit der Pflege, regelmäßig austauschen, täglich mit Pflegekräften reden, täglich mit Leuten reden, die ebenfalls mit Pflegekräften reden oder Ähnlichem, um zu verstehen, was die Probleme sind und dann sozusagen diese smarten Lösungen, die gerade erwähnt wurden, zu entwickeln. Und da geht es im Endeffekt einfach für mich einfach nur darum, können wir die Probleme lösen oder nicht? Also ist das quasi ein Nice-to-Have-Produkt, was wir anbieten? Also sind das Vitamine, die wir irgendwie verkaufen? Oder verkaufen wir wirklich Schmerztabletten gegen ein Knie, was gebrochen ist und eine Person trotzdem versucht zu laufen, metaphorisch gesprochen? Und ich glaube, das ist für mich, also smart ist es für mich eigentlich nur, wenn das wirklich ein Problem löst. Und zwar ein Problem, was wirklich wehtut. Danke dir. Lasst uns so gemeinsam smarte Lösungen finden und natürlich auch Probleme entsprechend adressieren. Ich bin ganz überwältigt, wie diszipliniert alle sind hier sozusagen und wirklich die vorgefeuerten 5 Minuten einhalten. Insofern sind wir top in der Zeit und leite über zu meinem nächsten Pitch-Kandidaten und Gesprächspartner, nämlich dem Hendrik Rumpf von DocScale, der uns Moment noch als Community-Interessent, also wir machen auch noch ein wenig Akquise hier heute auf dem Stand, etwas berichtet über moderne Informations- und Dokumentationslösungen für Ärzte und ihre Patienten. Hendrik, bitte. Ja, hallo. Es gibt in Deutschland über 200 Praxisverwaltungssysteme. Das muss man sich erstmal überlegen, 200, das ist fast so hoch wie die Anzahl der Currywurstbuden in Berlin, die meinen, ihre wäre die beste. Und es sind vor allem Systeme, die meinen, die nicht miteinander kommunizieren können und auf alter Technologie basieren, aus den 90ern zum Teil. Und vor allem sind sie für einen sehr konkreten Nutzen geschaffen. Das Speichern, Verwalten und Ansehen von Daten im eigenen Praxisnetzwerk. Und diese fehlende Konnektivität hat große Konsequenzen vor allem für kleine und mittelgroße Praxen im ambulanten Sektor. Entlang der Behandlung eines Patienten kommen natürlich mehrere Ärzte ins Spiel, die alle möglichst viele Informationen über den Patienten haben möchten. Das heißt, die Informationen müssen entlanggereicht werden. Nur ist dieses Entlangreichen besonders unstrukturiert und immer eigen. Also nehmen wir uns mal ein konkretes Beispiel. Ein Patient, der mit dem Symptom Rückenschmerzen, was eine neurologische oder orthopädische Ursache haben kann, der geht erstmal zum Hausarzt, wird dann zum Neurologen überwiesen, vom Neurologen dann zum Radiologen, dann wieder zum Neurologen, dann vom Neurologen zum Orthopäden, dann zum zweiten Radiologen und wieder zum Orthopäden.
Und da entlang entstehen natürlich unterschiedliche Daten, unterschiedliche Formate, die eben entlang gereicht werden müssen. Das Problem ist aber, dass der eine Arzt sie dann mittels Post verschickt, der nächste lässt den Patienten die Daten händisch mit in die Praxis bringen, der eine schickt dann doch noch die schnelle E-Mail, der eine Radiologe schickt per Zugangscode, der nächste Radiologe schickt per CD und der letzte schickt dann doch noch das gute alte Fax. Also viele Quellen für Informationsverluste und Fehler, wodurch ein Arzt in der Kette, zum Beispiel der zweite Radiologin, eben nur über Teilwissen verfügt über einen spezifischen Patienten, der beispielsweise den Befund und die Bilder des ersten Radiologen nicht hat und sie da nochmal anfragen muss. Dadurch entstehen eben Rückfragen. Und dieser administrative Aufwand, der also mit dem Datenaustausch mit anderen Ärzten verbunden ist, ist enorm, weil man eine Vielfalt an verschiedenen Kanälen bewältigen muss, da es keinen Kanal gibt, der wirklich jede Art von Information effektiv zwischen Ärzten und mit Patienten austauschen kann. Bis jetzt. Mit DocScale haben wir eine cloudbasierte Plattform geschaffen mit einem autorisierten und intuitiven Ärzte- und Patientennetzwerk für alle im Gesundheitswesen, die ein Recht darauf haben. Sodass jeder Inhalt ganz leicht ausgetauscht werden kann, integriert, geteilt und weitergereicht werden kann. In einem übersichtlichen Umfeld und über einen einzigen Kanal. Und was bringt das? Ja, es schafft Klarheit und Sicherheit und eine geringere kognitive Belastung für das Praxispersonal. Es verschlankt den täglichen Betrieb durch das Bedienen eben eines singulären Kanals für die Mehrheit der Informationen. Und es bietet einen zentralen und strukturierten Ort und Ansprechstelle für die Speicherung von Inhalten, die sonst nicht möglich wären. Nicht-Radiologen haben beispielsweise keinen Bildserver, wo sie die Bilder speichern können, sondern sie müssen die CDs behalten in der Praxis, um sie dann 6 Monate später irgendwo rauszukramen und dann per Post an den nächsten Radiologen zu schicken. Mit DocScale ist all das gewährleistet, mit Schnittstellen an die relevanten Systeme, beispielsweise der Bildserver. Die Möglichkeiten, auf einer gut strukturierten und nutzerfreundlichen Plattform aufzubauen, sind endlos. KI-Applikationen werden auf einmal nicht nur für große radiologische Ketten zugänglich, sondern auch für kleinere Radiologen, die nicht unbedingt 50.000 Untersuchungen im Jahr tätigen. Und auch eröffnen wir das Feld für ganz andere Nutzer, beispielsweise für den Orthopäden, der jetzt auch einen Ort hat, um Bilddaten zu speichern und selbst auch KI anwenden kann. Wir können weitere Datenquellen anbinden, das Labor zum Beispiel, und nicht nur den Befund strukturiert zu speichern, aber so, dass Ärzte auch was mit diesen Daten machen können, sie neu in ihre Praxisabläufe integrieren können und neue Funktionalitäten in Anspruch nehmen können. Und viele weitere Services können wir integrieren. Eine Plattform, die die EPA, wenn sie dann mal irgendwann funktioniert, ergänzt, die Lücken füllt und die Inhalte, Formate, Versorger und Patienten abdeckt, die für dieses Konstrukt eben ungeeignet sind. Kurz gesagt, bauen wir Brücken zwischen Ärzten und Patienten. Mit DocScale gibt es eine Infrastruktur, die das Potenzial von Daten ausnutzt und somit Praxen endlich entlastet und den Standard für Patienten über die gesamte Bandbreite eben hebt. Vielen Dank. Besten Dank, Hendrik, für die spannende Vorstellung von DocScale. Jetzt habe ich ja gesagt, du bist eigentlich noch gar nicht richtig Teil der Community. Wir würden dich aber gerne sozusagen zu dem machen. Wie schaust du jetzt auf Community? Was ist für dich Cure? Was interessiert dich daran? Was sind vielleicht aber auch noch Punkte, die du dir noch wünschen würdest? Also was mich ganz klar daran interessiert, ist eben das Expertennetzwerk. Also das konnte ich auch schon ausnutzen, vor allem die 2 Vorträge, wo ich jetzt schon da war, wo ich bei euch vor Ort in Bochum war. Einfach sehr viele gute Informationen von Experten in einem sehr kondensierten Format zu erhalten und wirklich innerhalb eines Tages viele weiterkommen in einem bestimmten Themenbereich. Also beispielsweise hatten wir ja das Thema Brand Communication letztes Mal. Klar kann man sich die Informationen alle selber aneignen, aber das so strukturiert zu haben und vor allem auch mit den Experten dann direkt danach ins Gespräch zu geben, ist wirklich super wertvoll und das für mich auch ein sehr guter Grund, jetzt sehr zeitnah auch dem Q-Netzwerk beizutreten. Prima, das nehmen wir dich beim Wort. Das leitet mich aber auch genau über, diese Erfahrung, die wir jetzt auch gemacht haben mit dem Veranstaltung, dieses Gespräch auf Augenhöhe, dieser Austausch, der uns auch einfach unheimlich bestätigt in dem, was wir tun.
Da frage ich mich dann manchmal, jetzt wenn ich mir eine Lösung angucke wie DocScale, nach dem Motto, gibt es nicht schon 100 Lösungen? Und da fragen wir uns natürlich immer so ein bisschen, wie geht man damit um? Also ne, welche hundertste Lösung kann man vermeintlich anbieten? Oder umgekehrt, positiv gesprochen, wie findet man die Nische, die denn genau da reinpasst? Genau, also wir betreiben halt eben den Ansatz, auch sehr offen zu sein und wirklich eine flexible Architektur zur Verfügung zu stellen. Ich finde, dadurch stellen wir uns ein bisschen heraus, dass wir auch vieles integrieren. Also beispielsweise gibt es ja viele Bildportallösungen und wir haben zum Beispiel einen Service, der es uns ermöglicht, zum Beispiel bei Bilddaten jeden Zugangscode zu nehmen und den auch direkt in unserer Plattform hochzuladen, den nutzbar zu machen. Und das ist so, ja, das Thema, viele dieser Kanäle sozusagen zu bündeln und das dann eben übersichtlich ist für die Praxis im Endeffekt. Da stechen wir, glaube ich, so ein bisschen heraus und dann sehr eigen, also sehr auf die konkreten Bedürfnisse der einzelnen Praxen einzugehen. Und wir gehen auch wirklich nicht so in die Masse. Ich finde, dafür ist ein Konstrukt wie die EPA super toll. Aber wenn es jetzt ja um vielleicht private Institutionen gibt, Ärzte, die vielleicht viel mit Prävention arbeiten, die wirklich außerhalb dieses GKV-Bereichs arbeiten, für die Lösungen zu haben und die eben anzubinden mit anderen Ärzten. Und genau, also unser Netzwerk ist auch so, es muss nicht jeder direkt 1.000 Euro zahlen, um Teil dieser Plattform zu sein, sondern wir betreiben eigentlich einen offenen Ansatz. Und wenn man dann weitere Funktionen eben skalieren möchte, dann geht es dann eben darum, dann auch diese Premium-Funktion eben zu haben. Aber ich glaube, es ist so wichtig, eben dieses große Netzwerk erstmal einmal zu bauen eben. Da ist auch wieder Cure ein guter Bestandteil, eben das schnell auszubauen. Prima. Sagen wir besten Dank, Henrik, und freuen uns sozusagen auf weitere gemeinsame Schritte. Dankeschön. Dann komme ich, jetzt werden wir mal auf der DEMEA gar nicht mehr so IT-lastig, sondern wir gucken mal ein bisschen auf einen anderen Perspektive darauf, die aber am Ende für eine smarte Lösung auch total wichtig ist. Und wir betonen hier die ganze Zeit, wie wichtig ein Netzwerk, wie wichtig unterschiedliche Perspektiven sind. Insofern freut uns das total, dass wir mit Maiklar Design jetzt zwei auch noch junge Unternehmerinnen sozusagen haben, die genau diese Flanke adressieren, nämlich wie man eine smarte Lösung von der Kommunikationsseite und von der Designseite her gestaltet. Stefanie, bitte. Und Trinia, du kommst auch mit dazu, ne? Ja. Hallo zusammen. Wir sind Sandrina Mais und Stefanie Klarberg von der Maiklar Design GmbH, die wir im Dezember 23 gegründet haben. Wir sind seitdem auch eng vernetzt mit dem Netzwerk Cure. Genau, und wir verbinden familiengerechte Wissenschaftskommunikation mit kindgerechten Designkonzepten, um damit die Patientenerfahrung im Wartezimmer, in Räumlichkeiten, in Praxen, Kliniken und medizinischen Einrichtungen zu revolutionieren. Wie jeder weiß, ist Kommunikation essentiell, vor allen Dingen zwischen Patient und Arzt, Ärztin, aber in unserem Fall zwischen Patient, Familie, Angehörigen, Arzt, Ärztin. Da gibt es aber ein Problem. Es gibt eine Überbelastung, es gibt steigende Patientenzahlen und dadurch ist es essentiell, dass man innovative Kommunikationskonzepte braucht, die digitale Inhalte integrieren. Genau. Es gibt eine Korrelation zwischen der Anwendung von digitalen Medien im medizinischen Kontext und der Überforderung, Überlastung und den fehlenden Schulen von den Mitarbeitern. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Korrelation zwischen Familien, die medizinische Medien nutzen möchten im Kontext der Familie, die es aber nicht können, weil es abhängig ist von dem Sozialstatus, von dem Bildungsgrad. Das alles führt zu einer Diskrepanz. Einer Diskrepanz, die vor allen Dingen Unternehmen und Krankenkassen betrifft. Denn die investieren sehr, sehr viel Geld in Innovations- und Marketingbudgets, die sie gar nicht optimal ausnutzen, weil fehlende Kommunikationskonzepte nicht da sind. Genau, und da kommen wir ins Spiel. Also eigentlich ist es ganz einfach. Man kommt zu uns, sagt sein Problem und wir suchen nach einer Lösung. Und wir haben dafür unterschiedliche Ansätze, und zwar drei Ansätze. Der erste ist unsere Wissenschaftskommunikation, dann haben wir Gestaltungs- und Designkonzepte und wir entwickeln eigene Produkte. Und dazu erzähle ich jetzt ganz kurz was, damit man sich das vorstellen kann ohne visuellen Input. Genau,
wir uns liegen die Wissenschaftskommunikationsprojekte sehr am Herzen. Die setzen wir um, zum Beispiel mit kooperativen Pharmaunternehmen, aber eben auch mit Forschungsanträgen, Forschungsprojekten. Das können sein interaktive Aufklärungsbroschüren oder Kinderbücher über seltene Erkrankungen. Dann dienen unsere Produkte und unsere Konzepte einmal zur, also man kann es, Sie können es verstehen als analogen Einstieg in die digitale Produktwelt. Also wir unterstützen damit das medizinische Personal und wir arbeiten vor allen Dingen leistungs- und zielgruppenorientiert. Der zweite Baustein sind ja die Gestaltung und Designkonzepte. Wir unterstützen Praxen, Kliniken und medizinische Einrichtungen bei der Umsetzung und Gestaltung von interaktiven und kindgerechten Räumlichkeiten, um damit Wissen zu vermitteln und um damit einen Mehrwert zu schaffen und Vertrauen zu schaffen. Und das machen wir durch Corporate Designs, durch komplett einheitliche Konzepte von Türfolierungen bis hin zu interaktiven Wandgestaltungselementen, die dann wieder eine Schnittstelle sind zu der interaktiven Welt. Genau. Ja, und wir haben eine Produktlinie, die wir für uns selbst und auftragsspezifisch konzipieren und umsetzen. Das sind dann Alltagsgüter wie Stempelhefte, Terminblöcke oder eben auch Lernkarten mit Wissensvermittlung. Genau, wer wir sind, soll ich das auch noch kurz vorstellen? Genau, also Sandrina kommt aus der Wissenschaft, die hat lange am Lehrstuhl für Geowissenschaften gearbeitet mit dem Schwerpunkt Kristallographie, mit Quantenphysik und Mineraloberflächen. Genau. Sie hat den wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe auf einer Intensivstation gearbeitet, habe 2011 angefangen, Biologie und Sport auf Lärm zu studieren, habe also die didaktische Kompetenz und auch so ein bisschen den medizinischen Einblick. Und wir haben 2019 unser erstes Unternehmen gegründet, das heißt Kunst und Kegel. Und damit haben wir die Selbstständigkeit gelernt und geguckt, wie gut wir zusammenarbeiten können. Genau. Wir werden mittlerweile sehr viel unterstützt. Wir sind in vielen Inkubatoren. Wir haben an sehr vielen Wirtschaftswettbewerben teilgenommen und ja, freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Sehr gerne und danke für euren Input. Und ihr seid uns ja sozusagen auch wichtig als Teil eines solchen Netzwerkes. Und das führt mich aber auch unmittelbar jetzt wieder zu der Frage, ihr stellt das natürlich dar, das ist ein wichtiger Teil einer smarten Lösung, wie kommuniziere ich das? Und von daher, die Antwort auf die Frage, wann bindet man euch ein, ist wahrscheinlich immer möglichst früh und trotzdem bestehen ja dabei wahrscheinlich einige Herausforderungen. Also wie macht man das genau, früh da reinzukommen? Welche Probleme habt ihr möglicherweise auch dabei, früh genug in die jeweiligen Projekte und Themen eben reinzukommen? Also es ist sehr, sehr wichtig, ganz, ganz früh über die notwendigen Kommunikationskonzepte nachzudenken, egal ob man jetzt Produkte entwickelt, irgendwas im Krankenhausbereich IT-mäßig optimiert, neue Prozesse organisiert, optimiert. Es ist super wichtig, ganz früh direkt Kommunikationsschnittstellen zu schaffen und auch sehr zielgruppenorientiert zu arbeiten. Man muss einfach rausgehen, fragen, was brauchen die Patienten, was braucht das medizinische Personal, man muss wirklich auf die Straße Umfragen machen, die Leute integrieren, um erstmal das Problem wirklich zu analysieren. Es gibt wunderbare Lösungen, es gibt tolle Apps, es gibt KI-Integration, es gibt Prozessoptimierung, aber es ist unfassbar wichtig, auch wirklich das Problem zu analysieren und dann zielgerichtet von Beginn an zu überlegen, wie kann ich das Ganze kommunizieren? Kann ich das entweder in die Ausbildung integrieren? Mache ich Flyer für meine App? Was bringt mir am meisten, um mein Produkt oder meinen Prozess, den ich optimieren möchte, wirklich darzustellen, zu optimieren und zu kommunizieren? Genau. Vielen Dank. Dann freuen wir uns darauf, mit euch gemeinsam an solchen Lösungen zu arbeiten, zu lernen, wie man das eben sozusagen auch gut tut. Dankeschön. Wir haben ja auch eine Broschüre, wo man noch ein bisschen sehen kann, was wir generell machen, weil wir ja auch sehr visuell arbeiten. Also gerne einfach mitnehmen oder auf unsere Homepage gucken. Und Dankeschön für die Möglichkeit, hier zu sein. Ja, gerne. Gut. Dann kommen wir noch zu einer weiteren smarten Lösung, die vielleicht auch ein klein wenig abseits des Mainstreams einer DEMEA sich denn halt bewegt. Nämlich wir kommen zu einer smarten Lösung einer Uhr ohne Zahlen, die uns der Dirk Müller-Remus von Neurotime, einem Unternehmen, die auch regelmäßig im Cure dabei sind, vorgestellt wird. Dirk, wir freuen uns. Ja, hallo.
Mein Name ist Dirk Müller-Remus. Ich bin Frankfurter, der in Berlin lebt, aber in Duisburg seinen Firmensitz hat. Deswegen die Verbindung zu Kür. Es geht bei uns um folgendes Thema. Ich habe schon zwei Firmen gegründet im Bereich Autismus. Und das dritte Projekt ist jetzt Neurotime und es geht genau in diese Gesundheitsversorgung etc. Und deswegen sind wir auch hier. Und Sie müssen sich vorstellen, dass etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland keine Zeiten verstehen. Uhrzeiten, Zeitpunkte, Zeiträume. Und dieses Problem ist so schwer ausgeprägt, dass diese Menschen teilweise einfach normalen zeitlichen Abläufen nicht folgen können. Es handelt sich hier um Menschen mit Autismus, Menschen mit Intelligenzminderung, Menschen mit Demenz, Alzheimer und natürlich Kinder zwischen 4 und 8. Das heißt, es sind insgesamt 5 Millionen Menschen. Und diese Menschen können nicht selbstständig zeitliche Abläufe verfolgen. Deshalb ist es wichtig, dass sie eine Assistenz bekommen, eine Hilfestellung. Diese Hilfestellung ist unsere App von Neurotime. Die funktioniert so, dass es geht in der Regel bei diesen Menschen um Tagesstrukturen. Also beispielsweise von 9 bis 10 Frühstück, von 10 bis 12 gemeinsames Spielen, von 12 bis 1 Mittagessen und so weiter. Diese ganzen zeitlichen Abläufe können jetzt visuell dargestellt werden durch unsere Uhr ohne Zahlen. Es funktioniert so, es gibt ja immer Assistenten. Bei Menschen, die zu Hause leben, sind es die Eltern. Wenn Menschen in einer Einrichtung leben, dann sind es Betreuer. Und diese Betreuer haben nun die Aufgabe, die Strukturen, die Tagesstrukturen so einzusetzen, dass sie das in die App eingeben. Also, wie ich gesagt habe, von 9 bis 10, von 10 bis 12, von 12 bis 1 und so weiter. Und um dem zu folgen, schauen dann die betroffenen Menschen auf diese App. Ich lasse die jetzt mal laufen. Ich hoffe, das WLAN funktioniert hier. Genau. Genau, Sie sehen, die Uhr läuft los. Wir sind jetzt bei dem Thema Einstieg in die Therapiesitzung. Wir kommen dann zum nächsten Punkt. Der heißt Übung 1, da werden Nüsse geknackt. Sie sehen, es gibt keinerlei Uhrzeiten, keine Sekundenzeiger, keine Minutenzeiger. Der ganze Umlauf hier in diesem Beispiel beträgt genau 1 Minute. Das ist natürlich als Beispiel für Sie jetzt gedacht. Und man sieht immer, dass die Bilder, sind Bilder aus der näheren Umgebung. Die Farben repräsentieren unterschiedliche Ereignisse. Und Sie sehen hier unten, natürlich schlecht zu sehen, eine Leiste, wo zu sehen ist, was habe ich schon gemacht, was mache ich jetzt im Augenblick und was ist das Nächste, was drankommt. Ich hoffe, dass dieses kleine Beispiel in das Modell verständlich rübergebracht hat. Es ist, wie ich nicht zu viel versprochen habe, eine Uhr ohne Zahlen. Vielen Dank. Ja, besten Dank für dieses Beispiel einer smarten Lösung der etwas anderen Art, wo es gar nicht um IT-Strukturen, Schnittstellen und Ähnliches geht. Und trotzdem ist es wichtig, so wie wir es auch in dem Vortrag davor gehört haben, dass es eben eine zielgruppenorientierte und eine smarte Lösung am Ende ist. Für mich nochmal die Frage, wie sozusagen auch euer Verständnis einer smarten Lösung am Ende ist und warum für euch eben eine solche Initiative wie der Kür eben auch wichtig ist, obwohl ihr vielleicht an manchen Stellen auch sagt, da reden ganz schön viele Leute über IT und ne, wir haben eigentlich ganz andere Herausforderungen. Naja, erstmal haben wir verschiedene Ansprechpartner. Das sind sicherlich Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, das sind Autismustherapiezentren, das sind aber auch eventuell in der Neurologie im Krankenhaus, weil das sind dann Menschen, die neurologische Probleme haben. Dafür ist diese Uhr gut und deswegen brauchen wir eben auch Leute, mit denen wir uns vernetzen können, wo wir Schnittstellen finden und das ist ganz wichtig für uns, deshalb ist Kür für uns auch wichtig. Sehr schön.
Dann sage ich vielen Dank dir auch, Dirk, für den Einblick in Neurotime und eben ein weiteres spannendes Unternehmen, das im Rahmen von Cure integriert sein soll und wo wir uns auch über weitere Kooperationen sehr freuen würden. Besten Dank. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir als Netzwerk der Gesundheitswirtschaft, als Medicon auch so ein bisschen was von den Startups eben lernen wollen und sozusagen darum das Netzwerk eben auch erweitern wollen. Das, was ich jetzt zum Beispiel wieder gelernt habe, Startups sind unheimlich disziplinierter darin, ihre Zeit einzuhalten. Die können pitchen. Also insofern großer Dank und großes Kompliment sozusagen an alle diejenigen, die da jetzt auch sehr sozusagen für die Zeiteinhaltung gesorgt haben. Nutzen wir die Gelegenheiten, jetzt eben noch gemeinsam einfach in den Austausch zu gehen, zu gucken, wie wir smarte Lösungen im Rahmen von Cure und auch gerne darüber hinaus entwickeln können. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich demnächst tief im Westen auf smarte Lösungen.